Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Factions. Wir wissen noch nicht genau, wie das heißen soll. Vielleicht auch einfach wieder Minecraft Factions, keine Ahnung. Ja, wir sind jetzt auf dem Server. Hat lange gedauert. Man musste jetzt irgendwie gewitelistet werden, weil der Server ein paar Probleme natürlich hatte. Die haben wahrscheinlich nicht so damit gerechnet, dass so viele Leute drauf waren und der Server das irgendwie nicht aushält. Keine Ahnung. Egal, wir sind drauf. Ja, wir sind jetzt endlich drauf. Mittlerweile haben wir 21 Uhr. Um 19 Cool. Uhr war der irgendwie geöffnet für ganz kurze Zeit und dann ist halt immer abgeschmiert. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall gewitelistet. Und ja. Der Owner, hätten wir nicht gedacht, dass wir den kennen, aber wir kennen den. Der war in der alten Faction bei Cosmic. Mit bei uns in der Faction drin gewesen, mit den Buddies und Max und so. Ja, hätten wir nicht gedacht, aber als ich dann. Also Server, also um 16 Uhr natürlich die IP wussten. Haben wir gesehen, dass der auf dem Server ist und ich dachte mir so, hey, der Name kommt mir bekannt vor. Ja gut. Ja, wollen wir nicht so lange reden? Fangen wir Ja, an. fangen wir an. Ich habe schon einige Sachen. Ich habe gerade eben sogar ein paar Sachen weggeschmissen, denn ich hatte jemand was hingeschmissen. Ich habe einfach mir gedacht, ich gönne mir das. Ja, ich mache mir aber nochmal neu das Kit. Ja, das Kit gebe ich Dann mir auch. zwei Ich, also ich Kits. hatte eine ganze Rüstung und so und Zeugs noch. Ja, ich hatte nicht eine ganze Rüstung, ja. Standard hole ich mir erstmal. Das sollte erstmal ausreichen. Da habe ich Beides erstmal geholt direkt. sowas hier. Perfekt. Dann machen wir so und so. Und dann würde ich sagen, wir wissen auch noch nicht, ob wir, wenn wir oder ob wir mit den Buddies in einer Faction sind. Also wir würden uns gerne freuen. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Ich habe auch schon gesehen, einer hatte in den Kommentaren bei denen das gefragt, ob die mit uns machen. Ansonsten würden wir eine Faction alleine machen. Ob wir dann Leute einladen, das steht bis jetzt noch nicht fest. Ja, dann müssen wir den Server erstens ein bisschen genau angucken, wie wir das halt machen. Ob wir das brauchen, ob wir es nicht brauchen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, ja, wenn wir jetzt erstmal keine Faction erstellen, weil wir halt, wie gesagt, nicht wissen, ob wir eine Faction eigene haben werden oder ob wir halt mit zu den Buddies rübergehen und zusammen was aufbauen, aber wir können ja erstmal schlecht, gibt es gleich Wilderness? Gibt das? Nein, gibt es nicht, dann müssen wir das Portal erstmal finden. Okay, dann lass das Portal mal suchen. So, wir haben uns jetzt lieber doch entschlossen, mit dem Stuff jetzt nicht eine Base zu suchen oder das heißt eine Base uns einen Ort zu suchen, wo wir halt wohnen, sondern wir gehen einfach mal Farmwelt. in die Farmwelt und ja, besorgen uns ein bisschen geile Items und wollen mal gucken, ob man sich hier schlagen kann. Wäre interessant zu wissen, komm mal hier rüber. Kann man nicht. Ja, vielleicht nicht direkt hier, ne? Irgendwann ist der Ort doch hier vorbei. Jetzt regnet es hier auch nochmal. Ding ausgestellt. Alter, diese Ich hätte Lags. noch diesen Spawnschutz hier irgendwo. Ja, müsst hier vorne auf die Wiese, glaube ich. Nee, nee, hier sind wir noch. Wilderness. So, komm her. Noch da. Ja, kann man. Oh, Rippe. Krieg ich aber auch. Ja, ich krieg Schaden. Oh, Leute, hat einen verzauberten Bogen. Oh mein Leute, die Gott, haben. der ist voll Kette. Die Rüstung Diese haben. Lags. Die Lags. Ja, hier leckt es halt ein bisschen, wie man sieht. Bisschen. Ein ganz gutes Stück. Oh, schade, Gleich er haben hat. wir den, gleich haben wir den. Also, diese Staffel Factions fängt auf jeden Fall ganz anders an wie jede andere Staffel, die wir jemals Ja, hatten. gut, normalerweise ist der Server auch nicht neu. Da war schon alles. Da geht Ja, man nicht anders nur das, ran. da war ja generell ja irgendwie mehr los und so. Oder man Ja, hatte halt irgendwie schon. schon so eine kleine Unterkunft, wo man halt hingeht. Also Ja, das hatten zumindest wir aber nur bei bei. Pitwatch hat man ja sowieso eins gehabt, da hatte ja jeder direkt sein Grundstück. Bei Cosmic wurden wir halt eingeladen. Da Ja, war wir haben das uns selber halt. eingeladen, sagen wir es mal Ja, so. aber dann wurden wir trotzdem eingeladen, hatten ja dann schon teilweise eine komplette Ja. Faction da stehen. Und ja, hier ist es halt jetzt so, dass wir halt wieder so komplett von alleine beginnen. Ja, mal gucken, wie lange. Wie lange ich warte noch. Bis ein Video kommt, Oh Gott, wie es wir hat das jetzt geleckt, ich nochmal hab viel sagen. Herz. Ich glaube, was auch nicht dumm ist, ist, wenn ich mir jetzt sofort mal hier einen kleinen Wassereimer crafte. Ja, das ist dann so mein erstes Zeug, was ich bekommen habe. Ich habe genau ein Stack Eisen gefarmt. Kann man machen. Das werde ich jetzt hier drin braten und dann kann ich da schön Blöcke draus machen und dann werde ich die verkaufen. Also man kann keine Rüstung machen, oder was? Weiß ich nicht. Ja, das sollten wir mal auch testen. Also ich teste das einfach mal.
Ich würde sagen, ich erspare euch auf jeden Fall jetzt erstmal das hier, was ich jetzt hier brate und werde einfach einen Cut für euch da setzen. Ich habe eh schon mit der ganzen Zeit Cuts gesetzt, weil, ja, so interessant ist es jetzt nicht, wenn ich hier ein bisschen was abbaue. So, ich habe 7 Eisenblöcke rausbekommen und werde jetzt mal zu Denise mich TPen, und zwar TPA Denise. Können wir jetzt zusammen Trip meinen? Ja, nicht nur das. Ich würde gerne anfangen, ein Gebiet zu claimen. Wir sind immer noch in der Farmwelt, ne? Ach ja, stimmt. Geh nach hinten. Ja, ich schau ja auch Wasser. Aber ich verkaufe das jetzt auf jeden Fall mal. Man kann anscheinend hier keine... Ich hoffe, ich meine Sachen einzusammeln. Man kann ja anscheinend keinen Zuckerrohr und sowas verkaufen. Das ist ein bisschen schade. Ich denke, das wird noch kommen halt, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall... Das wäre schade. Sinnvoll. Oh, da kriege ich richtig gut Geld für 350 für eins. Jetzt ganz kurz gucken, wie viel Geld habe ich. 2400, ja, nice. Falls wir die erst finden, ne? Ja. Ich hab schon Redstone hinten gefunden. Ja, Redstone gerade ist, durchlaufen. Ja, Redstone ist aber jetzt nicht so. Ne, hallo, klar. Also kriegen wir, warte mal, kriegen wir, Redstone. Kriegen wir viel Geld dafür? Wir brauchen einen Block. 25 für einen Block. Lohnt sich nicht. Dafür hole ich jetzt keine Spitzhacke. Ja, was ich jetzt mal machen werde, ich werde sicherheitsweise trotzdem jetzt mal eine Faction erstellen, falls irgendjemand sich denkt, ich mache eine Faction und wir können dann den Namen nicht mehr kriegen. F create. Die Zwillinge. Ich sehe erstmal keinen, das liegt wahrscheinlich an der Reichweite. Siehst du jemanden? Also ich sehe keinen. Ja gut. Ich glaube, die meisten farmen. Wir gehen aber jetzt hier rein und... Ja, wir gehen rein. Ich hoffe, wir haben uns immer hoch und runter geportet. Ich glaube, solange... Du kannst aber jetzt nicht angreifen. Ich weiß noch nicht, ob man sich hier oben angreifen kann. Mein Fallschaden ist die Frage eher hier, ne? Nein, du kriegst ja keinen Fallschaden. Wie dumm wäre das, wenn du jetzt Fallschaden kriegen würdest? Ich meine generell in der Börse. Können wir uns angreifen? Nein. Nein, natürlich nicht. Wir sind in einer Faction. Wir können es gerne angreifen. Hätte sein können, dass das vielleicht noch ein bisschen gebacken ist. Ja, wir sollten... Weil geht das denn hier raus? Ist das irgendwann einfach Wälder? Da oben sind welche. Zusammenlocken. Der hat ein Dia-Schwert. Alles klar. Wahrscheinlich hat er ein Dia-Schwert, oder? Der hat zwar schlechte Rüstung. Von der Rüstung her können wir... Die kommen auf uns zu. Ja, dann müssen wir die fighten. Da ist ein Goldapfel. Und dann rein da. Ich bin tot. Der leckt halt übelst. Hab ihn. Gut. Ich laufe mal kurz ein Stück. Kann ich TPA zu dir da reinmachen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich noch in Combat, würde ich mal schätzen. Ich kann TPA senden, aber kannst du die auch annehmen? Ja, ich kann die auf jeden Fall sehen. TP accept. Ja, geht. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt eine gute Rüstung an. Alles klar. Ja, gibt's mir mal Rüstung. Warte, hier sind meine alte Sachen. Hier, was zu essen. Hätte ich Rüstung gehabt, hätte ich ihn halt gemacht, ne? Oh mein Gott, er schreibt wow. War der, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der hieß. Aber es hat halt übelst geleckt. Kann man hier runterfallen? Okay, nee, hier ist halt... Außer, wie gibst du das kaputte Schwert, ey? Ja, ich hab doch dir Schwert jetzt, hallo. Guck dir das an. Ja, gib mir mein ganzes Schwert. Das liegt noch da hinten. Ich konnte das nicht einfach... Ich hab das da liegen gelassen. Ja, weil hier ist doch niemand mehr gewesen. Ja, und? Ja, ich hatte... Ich weiß gar nicht, wie viel Herzen ich hatte. Kaputtes Schwert, ey. Gib ich 2, 3 Schläge damit und das ist weg. Oh, da liegen noch die XP. Ja, da liegt das. Meine Spitzhacke, ey. Oh, was ist das denn hier? Ist das gewollt? Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ja, lass mal da hochgehen, da war ja noch einer. Ja, dann nimm mal an. Ich komme hier nicht raus. Ach Gott, als ob du da reingesprungen bist. Ja, gleich wollte ich gucken. Ich glaube, der will fighten, der Babbo. Ja, oh, hinter mir. Ne, fighte. Kann ich ihn schlagen? Ich bin gleich tot. Ich muss auch Gott. Warum kann ich den nicht schlagen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du ein Gebiet warst. Bei Michi does not allow you to edit the terrain. Ja, lass mal ein bisschen. Lass mal außerhalb was. Hier auf die Wiese. Oh fuck, Alter. Hey, warum kannst du die angreifen? Der muss gleich tot sein. Kann ich nicht. Peter. Wahrscheinlich kannst du die Sachen einsammeln, oder? Warum kannst du den angreifen? Keine Ahnung. Weil du Goldrüstung hast und so, oder was? Quatsch. Ich kann niemanden hier angreifen. Die sagen so, oh, du hast Rüstung an, du darfst niemanden angreifen. Ja, keine Ahnung. Ich konnte ihn nicht angreifen. Aber diese Legs. Ja, aber gut. Die nerven halt voll jetzt. Kann ich dich noch nicht mal boosten? Kann ihn nicht angreifen. Jetzt kann ich auch nicht angreifen. Jetzt wieder? Ich kann die ganze Zeit nicht angreifen. Warum? Weil du mich TP'd hast? Keine Ahnung. Weil mich stört's nicht. Haben wir halt ein bisschen Warzone-Dreck am ersten Tag, kann man machen. Aber warum kann ich nicht angreifen?
Keine Ahnung, das ist halt so gesehen noch ein Beta hier. Das ist wieder eine. Das sind der. Du musst ja angreifen. Ja, den holen wir uns noch. PvP in der Wilderness. Ich habe leider keine Enderperle, ist ja schön. Achso, wir direkt eine Enderperle hätten jetzt sowieso. Ist irgendwie runtergeflogen. Oh, das tut mir so leid. Das ist so mies. Der denkt sich jetzt so, ja, ich habe eine Höhle gefunden. Und dann das ist halt echt voll mies. Hier ist noch ein Hase. So, Leute, nach Ewigkeiten kann ich euch tippen. Denise hat einen Ort gefunden, wo wir jetzt erstmal wohnen werden. Es lächelt halt gerade so extrem, dass es jetzt gerade irgendwie fast eine halbe Stunde gedauert hat, bis Denise mal da unten ist. Und jetzt mal schauen, wo wir hier sind. Ja, ist nicht gerade groß? Denn ja, ich habe keine Lust mehr. Sekunden geportet. Ja, ich weiß. Ich habe halt keine Lust, alles jetzt hier aufzumachen. Ich habe dafür jetzt schon 5 Minuten gebraucht für dieses kleine Stück hier. Ja, ich bin halt noch immer nicht da. Jetzt bin ich geportet. Dafür habe ich 5 Minuten gebraucht. Ja, gut. Und ich bin auch runtergekommen alles, ne? Das reicht ja erstmal für eine. Also platzieren sowas kann man alles schnell, aber abbauen dauert halt länger. Okay, du bist gekickt worden. Server ist geschlossen worden. Ich bin drauf. Du wirst wahrscheinlich jetzt auch gekickt in jedem Moment. Gut, damit würde ich sagen, wenn euch die erste Folge Factions gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen und ja, beim nächsten Mal wird es hoffentlich etwas flüssiger laufen. Hoffentlich, ja, wird 100%. Ne? Ja, und dann wird das Ganze ein bisschen schöner für euch zu sehen sein und für uns auch schöner zu spielen. Aber ist natürlich der erste Tag, ist es gerade mal ein paar Stunden online und das muss man alles verstehen, ist alles in Ordnung. Wir regen uns nicht darüber auf oder sonst was. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao.